Die Insider, die spannendsten Journalisten des Landes diskutieren die Themen des Tages. Die Insider, kontroverse Positionen und spannende Einblicke hinter die Kulissen. Die Insider, nur auf OE24TV. Einen schönen guten Abend. Willkommen auf OE24TV zu unserem Insider. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind und vor allem auch schön, dass Sie dabei sind. Und zwar Ex-FPÖ-Bundesrat Johannes Hübner. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, danke. Und auch Parteichef der SOZ, Hakan Gördü. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Wir sprechen heute über die Flüchtlingskrise, genauer gesagt über die Situation auf Lampedusa. Es wird um Hilfe gerufen. Expertinnen und Expertinnen sprechen teilweise hier von einer politischen Krise bzw. einer humanitären Krise. Um welche Krise handelt es sich? Also die Experten und Expertinnen, die Sie erwähnt haben, wenn Sie von einer politischen Krise sprechen, meinen Sie eine humanitäre Krise. In Wirklichkeit ist es eine eminent politische Krise und zwar nicht eine Krise derjenigen, die kommen, sondern derjenigen, die unsere Staaten verwalten und die für die Rechtspflege erforderlich sind, weil wir ein System geschaffen haben, das man jetzt provokativ ein Asylbetrugssystem nennen kann, wo Leute, die aus verschiedenen Gründen ihre Länder verlassen, im Wesentlichen aus wirtschaftlichen Gründen, durch ein sehr komplexes und undurchsichtiges Asylsystem, das Abschiebungen unmöglich macht und das den Leuten garantiert, dass sie, wenn sie einmal hier sind, kommen können, dass dieses System einen Riesenanreiz gebildet hat, zu kommen. Damit haben wir einem Schleppernetzwerk, das in der Geschichte beispiellos ist, zum Aufbau geholfen. Und damit haben wir unsere Rechtsgrundsätze, unsere Grenzen, unsere Vorschriften, wer sich niederlassen kann und letztlich auch das demokratische Selbstbestimmungsrecht der Leute zu entscheiden, wer bei ihnen wohnen kann, ausgehebelt. Und eine meiner Ansicht nach vortotalitäre Struktur geschaffen, die Staaten zwingt, Leute aufzunehmen, die sie nicht wollen. Damit meine ich vor allem die Institutionen der Europäischen Union, auf die sich die nationalen Regierenden und Verantwortlichen ausreden können, wenn sie nichts tun. Wie auch jetzt die Frau Meloni, die auch angetreten ist. Sie wird also das alles beenden und die nichts gemacht hat, außer ein Abkommen mit Tunesien zu schließen, das nicht einmal das Papier wert ist, auf das es getroffen wurde. Die aber nichts getan hat, um ihre Gewässer, ihre nationalen Gewässer zu schützen, um dafür zu sorgen, dass die Leute, die illegal nach Italien kommen, dort zurückgebracht werden, woher sie kommen und ohne ein scharfes und klares Wort mit Tunesien zu sprechen. Ihrer Meinung nach handelt es sich hierbei um eine politische oder um eine humanitäre Krise? Um beides würde ich sagen. Also ich denke, da liegen wir nicht falsch, wenn wir beides auch adressieren würden. Es wird sehr oft natürlich als Wirtschaftsflüchtlinge, Leute wollen ihren Lebensstandard verbessern. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Menschen tatsächlich übers Mittelmeer flüchten. So wie letztens zum Beispiel vor dem Festland Griechenlands sind um die 800 Leute verunglückt mit Kindern und Frauen. Also dass das jetzt nur eine Komfortfrage ist, dass Menschen einfach nur das europäische Sozialsystem im Auge hätten. Das erschließt sich mir logisch nicht. Und es bringt uns, glaube ich, auch nichts zu sagen. Es ist ein Ausnutzen, es ist einfach nur ein Pull-Faktor. Wir ziehen die Leute an. Wenn wir dann leugnen, was zum Beispiel zurzeit in der Subsahara passiert, was in Tunesien zurzeit mit Herrn Präsident Saied und so weiter passiert. Das sind regelrecht Gründe, auch die teilweise auch durch zum Beispiel tunesischer Art auch sehr viel Rassismus beinhalten, die Leute auf die Reise schicken nach Richtung Europa. Und wir haben gesehen, dass wir sehr rigorose Mittel mit der Frontex und mit den griechischen Küstenschützern und so weiter angegangen sind, aber all das hat nichts geholfen. Wir haben gesehen, Menschen flüchten immer noch. Menschen sterben massenhaft zu Hunderten und flüchten immer noch. Und da müssen wir uns die Frage stellen, was passiert denn da wirklich in Afrika? Mhm. Was passiert in Syrien? Und wie könnten jetzt Europa, wo wir doch stark sind, wirtschaftlich, historisch, diplomatisch, nicht vielleicht effektiver dort ansetzen, um diese Fluchtursachen zu bekämpfen? Und zweitens eine Initiative, einen Zugang suchen, um diese Asylpolitik oder diese Flucht- und Migrationspolitik vielleicht selber mal zu steuern und zu kontrollieren. Sie haben gerade angesprochen, die Menschen flüchten nach wie vor noch. Die Zahl der Ankünfte auf Lampedusa steigt bereits seit dem Frühjahr, kommt also nicht ganz unerwartet. Das kommt überhaupt nicht unerwartet. Man muss mal bedenken, dass das Zielgebiet
also das Herkunftsgebiet, Entschuldigung, das Herkunftsgebiet der Flüchtlinge, also im Wesentlichen das Subsahara-Afrika, derzeit 1,2 Milliarden Einwohner hat. Der Bevölkerungswachstum im Jahr beträgt 25 Millionen. Eine wirtschaftliche Entwicklung ist in den meisten Staaten nicht in Ansätzen zu sehen. Im Gegenteil, in den meisten Staaten geht es drunter und drüber. Daher ist es nicht zu verdenken, dass die Leute ein besseres Leben in Europa suchen. Dass die nicht jetzt vor Krieg, Verfolgung und allen möglichen flüchten, sondern vor den katastrophalen wirtschaftlichen, sozialen Verhältnissen in ihren Ländern, sieht man auch daran, wohin sie flüchten und wo sie die Asylanträge stellen. Die flüchten ja nicht von Mali nach Niger, weil sie in Mali verfolgt sind, oder vom Senegal nach Mauretanien, weil sie im Senegal verfolgt sind, sondern die flüchten in den Norden, entweder nach Tunesien, Ägypten, teilweise sogar Marokko, von dort weiter nach Italien, und die wenigsten stehen in Italien einen Antrag, sondern die meisten wollen dann weiter nach Deutschland, Österreich. Das sind heute die Zielgebiete. Schauen Sie sich die Zahlen des letzten Jahres an. Österreich 9 Millionen Einwohner, 112.000 Asylanträge. Gleiche Einwohnerzahl etwa in Ungarn, 44 Asylanträge. Italien 60 Millionen, 61 Millionen Einwohner, 61.000 Asylanträge. Deutschland 246.000 Asylanträge. Das größte Pull-Land ist Österreich. Und Österreich ist einer der Hauptverantwortlichen für all diese Tragödien, die passieren. Die Flüchtlingsströme, das riesige Schleppernetz, das Kriminelle, das aufgebaut wurde, und die Hunderten, die umkommen jedes Jahr bei diesen Fluchtversuchen, die ja von den Schleppern teilweise sehr skrupellos auf nicht seetaugliche Boote gesetzt werden, bei Schlechtwetter in See gesetzt werden, nur um das an Land holen durch europäische Marine und sonstige Schiffe zu verzögern. Das heißt, die Schuld, der Betrug ist hier in unserem System, in unseren Regierenden, in der gesamten Struktur der Europäischen Union. Und weil Sie gesprochen haben von Frontex, Frontex ist ja der größte Etikettenschwindel. Frontex soll eine Grenzschutzagentur sein. Überall, wo Frontex tätig ist, ist der Pull-Faktor mit dem Faktor 2-3 erhöht, weil Frontex tut nichts anderes, als die Leute zu registrieren, Lagern zuzuteilen, zu verhindern, dass sie über die Grenze zurückgeschoben werden. Nicht umsonst haben wir die Polen nach der großen Krise vor 2 Jahren mit Weißrussland, wo Weißrussland versucht hat, als Schlepperroute die Europäische Union unter Druck zu setzen. Die haben gesagt, wir konnten diese Krise nur meistern, weil wir die Frontex und die Beamten der Europäischen Union nicht auf 30 Kilometer an unsere Grenzen herangelassen hätten. Sonst hätten die Leute registriert, in Lager gebracht, in der Europäischen Union sozusagen sesshaft gemacht, und dann hätten wir einen nicht mehr kontrollierbaren Zuzug über Weißrussland bekommen. Also diese EU-Behörden sind der größte Pull-Faktor. Die Operation Sophia zum Beispiel, die jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr läuft, also eine Flottille unter EU-Kommando, die hat nichts anderes gemacht, als bis zu 600.000 illegale Einwanderer nach Europa zu schleppen. Die hat nicht einen zurückgebracht, die hat die Leute aufgesammelt, teilweise wenige Kilometer nach der afrikanischen Küste, und dann sicher nach Europa gebracht. Die hat das Spiel auf eigene Kosten der Schlepper gemacht, und die Leute, die Schlepper bezahlt haben, haben die Leistung dann von der Europäischen Union und letztendlich von unserem Steuergeld erhalten. Das ist ein System, das absolut schädlich ist, das absolut gegen die Interessen der Bürger verläuft und das leider so nicht dargestellt und angeprangert wird, sondern ein Großteil der Medien, ich rede nicht von UE24, aber ein Großteil der Medien verschweigt, verharmlost oder verdreht diese Tatsache und spricht nur von einer humanitären Katastrophe. Natürlich leisten wir hier in Einzelfällen etwas Humanitäres, wenn wir jemanden, der aus einem Slum kommt und keine wirkliche Perspektive hat, hier in unser Sozialsystem integrieren. Aber angesichts der Zahlen, 1,2 Milliarden, 25 Millionen Zuwachs, ist es ein Wahnsinn, dass wir unser Geld für das Asylsystem verwenden, dass uns in Österreich zumindest ab der Untergrenze ohne Spätfolgen und Nachfolgen 3 Milliarden Euro kostet im Jahr, zumindest, ja, dass wir das Geld dafür verschwenden, statt vor Ort irgendetwas zu tun. Und zuletzt noch zu Syrien. Hier wird mit Krokodilstränen immer gesprochen, dass wir an der Quelle was tun müssen, dass wir in den Herkunftsländern helfen müssen. Das, was wir tun seit 10 Jahren, ist die strengsten Sanktionsbestimmungen, die weltweit in Kraft sind, gegen Syrien aufrechtzuerhalten. Wenn auch unter Führung und auf Druck der USA. Das ist eine zweite Sache, aber wir machen hier mit.
und vergießen dann Tränen, dass die Verhältnisse in Syrien so schlecht sind, da dass von dort die Leute flüchten. Ja. Das ist die Scheinmoral, das ist die Doppelbödigkeit und das ist die Verwerflichkeit der Leute, die uns regieren. Wollte ich gerade auch bei Ihnen nachfragen, Geldverschwendung, schlechtes System, teilen Sie diese Meinung? Ich teile diese Meinung nicht, weil Geldverschwendung von 3 Milliarden wurde gesprochen und so weiter und so fort. Wir haben, und der interessante Zugang auch von rechten Politikern ist eben diese tatsächliche humanitäre Krise, die es gibt, dort klein zu reden. Ich glaube nicht, dass Sie... Wer redet die klein? Sie haben kein einziges Mal zum Beispiel auf die humanitäre Krise, sind Sie nicht zu sprechen gekommen. Die Menschen, die zum Beispiel auf Moria nach dem Brand ihr Leben verloren haben und die Brandopfer, Österreich und Europa war nicht mal in dieser Situation in der Lage, einige wenige Flüchtlinge, zumindest die Kinder, nach Österreich zu holen. Also diese paranoide Abwehrhaltung von wegen, jeder würde Österreich ausnutzen wollen und unser Sozialsystem wollen. Und dieser Pull-Faktor, Gerald Gross hat in Ihrem TV über den Klimabonus gesprochen. 500 Euro, der würde auch an Migrantinnen verteilt werden und deswegen wären sie gewillt, auch nach Österreich zu kommen. Das ist doch lächerlich. Menschen verlieren ihr Leben, ihr Hab und Gut und ihre Liebsten. Und da ist sicher kein Klimabonus der entsprechende Initiator von dem. Es gibt einen Fluchtgrund, der auch humanitär argumentierbar und nachvollziehbar ist. Es sind Millionen Menschen gestorben. Jetzt nicht nur in Subsahara, sondern in Syrien sind mehrere hunderttausend Menschen, haben ihr Leben gelassen. Auf der Fluchtroute ist es nicht anders. Das heißt, das, was uns eigentlich zu Europa macht, ist im Prinzip das Humanitäre, das Rechtsstaatliche, das Liberale. Wir dürfen nicht zu einem Sanktionskontinent werden und denken, wir können uns abschotten gegenüber akuten und realen Problemen, die es auf der Welt gibt und eine Grenze im Mittelmeer aufbauen. Das können wir nämlich nicht. Das ist nicht möglich. Und weil Sie angesprochen haben, Syrien und eben die USA hätten dort angestachelt, da gebe ich Ihnen recht, Syrien ist komplett ein Stellvertreterkrieg, wo sich Europa für eine Seite entschieden hat. Und Europa hat aber die ganze Last zu tragen gehabt. Das heißt, die Menschen, die in Syrien verunglückt sind und ihre Angehörigen, die die Perspektive verloren haben und zuvor in Irak, wo eben diese Invasionen stattgefunden haben und hunderttausende Menschen gestorben, sogar man spricht von 1 bis 2 Millionen Menschen. All diese Menschen, die ihre Perspektive, die ihre Zukunftsvisionen verloren haben, die waren dann auch eben dieser Herd dann für die nächsten Generationen, für all die Krisen und auch die Radikalität und der Radikalismus, der dann dort entstanden ist. Und auch das, so wie auch zuvor, jetzt in Libyen mit den Eingriffen, mit den Flugverbotszonen, die wir als Europa dort eigentlich ebenfalls initiiert haben, haben eigentlich selber den Schafott unseres Untergangs im Prinzip ziemlich gelegt. Wir waren ziemlich unverantwortlich. Wir haben unsere eigenen Interessen vergessen. Wir haben vergessen, wo diese Menschen sich denn bevorzugterweise auf den Weg machen würden. Das ist Europa. Wir liegen gleich hinter dem Meer. In manchen Gebieten sind wir sogar über die Landgrenze zu erreichen, die Balkanroute geschlossen. Sebastian Kurz, Stichwort. Aber was wir auch nicht vergessen dürfen, Herr Hübner, es ist auch ein gewisser Herr Strache gewesen, der Herr Wilimski und Herr Gudenus, die sich nach Russland auf den Weg begeben haben. Die haben ein Freundschaftsabkommen mit Herrn Putin abgeschlossen, mit der Argumentation, er wäre doch der Vernünftige in diesem Kontext, aber ist doch er derjenige gewesen, der in Syrien zum Beispiel in Aleppo oder zum Beispiel in Idlib die Flüchtlinge Richtung Europa regelrecht jahrelang gebombt hat. Und er hat sich ins Fäustchen gelacht, wie Europa nicht in der Lage ist, mit dieser Flüchtlingskrise auf die Reihe zu kommen. Und hat auch auf der Welt gezeigt, ja, die mit ihren moralischen und moralistischen Werten sind ja nicht aufrichtig. Seht doch, wie sie mit den Flüchtlingen im Mittelmeer umgehen, wie sie die Leute in den Tod schicken. Und Europa ist das, was wir euch vor Augen führen. Im Prinzip sollte Europa tatsächlich das sein, was wir von uns eigentlich behaupten, ein Rechtsstaat, ein humanitärer Rechtsstaat. Und da würde eine aktive Asylpolitik meiner Meinung nach viel mehr bringen, als wir zum Beispiel eine Paranoia zu schieben. Kommen wir jetzt noch einmal konkret zurück auf die überforderte Insel Lampedusa. Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, wie kann hier vorgegangen werden, um diese Krise auch zu lösen. Hier kommt natürlich auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ins Spiel. Sie hat der Insel Unterstützung versprochen, ist hier aber natürlich auch angewiesen auf die EU-Staaten und viele weigern sich hier, Flüchtlinge aus Italien aufzunehmen. Wie soll dieses Problem auf Lampedusa jetzt gelöst werden? Also sicher nicht so, wie die Frau von der Leyen sich das vorstellt. Die Frau von der Leyen stellt sich vor, den Pull-Faktor, der ein bisschen zu alarmen droht, auf
aufgrund der schrecklichen Zustände im überfüllten Lampedusa wieder zu verstärken, indem man die europäischen Länder ermutigt, zwingt, erpresst, überredet, Flüchtlinge aufzunehmen und den Schleppern die Propagandamöglichkeit zu geben, seht, es geht doch. Ihr müsst nur kommen, bleibt in Lampedusa, habt ein paar harte Wochen, aber letztendlich landet ihr in Österreich oder Deutschland. Da gibt es ja die Nancy Faeser und solche wahren Volksvertreter, die dann freiwillig sagen, ja, wir nehmen Leute noch auf. Und zu dem, was der Kollege da gesagt hat. Ja. Also Sie sehen, dass die Analyse der Gründe der Fluchtbewegungen nicht nur ein Wortspiel rechter Politiker ist, sondern dass auch die SÖZ das natürlich teilt, dass wir, wenn auch nicht selbstständig, sondern als eine Art, wie soll man sagen, Soft-Satrapie der USA, eine Politik mitgetragen hat, die viele Staaten zerstört hat. Wir haben nicht alle, aber ein Großteil Europas hat bei der sogenannten Koalition der Willigen bei der Zerstörung des Iraks mitgemacht. Ganz Europa macht bei der Sanktionierung Syriens mit, bei der Sanktionierung des Iran nicht freiwillig, wiederum und über Druck der USA. Bei der Sanktionierung der Russen ist es jetzt ähnlich. Und insoweit gebe ich dem Kollegen natürlich völlig recht, dass sich die Welt außerhalb Europas ins Fäustchen lacht oder Unverständnis zeigt über die Art, wie Europa sich hier behandeln lässt oder sich selbst behandelt. Ist natürlich jedem außerhalb unserer Blase, unserer Informationsblase klar, dass diese Massenmigrationsbewegung in Europa ausschließlich von Europa, von den Regierenden und nicht von den Umständen verursacht wird. Die humanitäre Katastrophe oder die humanitären Probleme, die bestehen natürlich, die leugnet niemand. Also, dass in Syrien verheerende Zustände herrschen, durch die Strangulierung der Wirtschaft sich die Lage teilweise noch verschlechtert, trotz des Waffenstillstands, der besteht, ist überhaupt keine Frage. Dass in Afrika Millionen Leute tatsächlich auf der Flucht sind, auch keine Frage. Überlegen Sie allein, was aus dem Sudan, aus dem Südsudan, aus Zentralafrika in die Nachbarstaaten geflüchtet ist, aus Somalia. Die Fluchtbewegung findet ja hauptsächlich innerafrikanisch statt. Ja. Aber diejenigen Leute, die in der Lage sind, 3.000 bis 6.000, 7.000 Dollar Cash aufzubringen, wie auch immer, meistens junge Männer zwischen 19, 20 und 35 Jahren, die kommen nach Europa und die werden hier aufgenommen. Nicht die wahren Bedürftigen. Das ist ja das Böse, ich sage mal das Böse an diesem Asylbetrugssystem, dass nicht einmal die Leute, die bedürftig sind, kommen, sondern die Leute, die über Cash verfügen, wie auch immer in diesen Ländern, und die auch die Kaltschnäuzigkeit besitzen, sich über die Rechtsvorschriften anderer Länder hinwegzusetzen und dorthin durchzuwandern, egal was es kostet, wo das beste Sozialangebot vorhanden ist. Und das sind eben die bereits genannten Länder, wobei Österreich ganz, ganz vorne steht. Muss man unterscheiden zwischen Flüchtlingen und Wirtschaftsflüchtlingen? Ja, man muss natürlich auch rechtlich unterscheiden, ob es einen Asylgrund gibt oder nicht. Und Wirtschaftsflucht ist im Prinzip kein Asylgrund. Also da gibt es auch schwerwiegendere humanitäre Gründe, weshalb Menschen sich auf die Reise begeben, in Lebensgefahr auch in vielen Fällen. Und da muss man natürlich auch im Rechtssystem entscheiden, rechtsstaatlich entscheiden, nicht so wie es zurzeit in Griechenland passiert, wo ein Verfahren um die 32 Minuten dauert und die meisten eingesperrt werden. Das heißt, weil sie sich auf den Weg gemacht haben, weil sie zum Beispiel ein Boot auch gesteuert haben, ja, werden sie zum Beispiel als Schlepper identifiziert, weil man möchte Europa Zahlen aufweisen. Man möchte sagen, wie gut sind wir denn gegen Schlepper und Schlepperei vorgegangen. Und deswegen nimmt man meistens die mittellosen Jugendlichen fest, die sich trauen, dann auch ans Boot, ans Ruder zu setzen, um das Boot geradeaus dann Richtung Europa zu steuern. Meistens sind das diejenigen, die eben kein Geld haben, Herr Hübner. Ja, die haben kein Geld und werden von den Schleppern innerhalb von Minuten instruiert, wie sie dieses Boot zu steuern haben. Und dann sind das diejenigen, die 32 Jahre Haft aufpassen müssen. Und das passiert regelrecht durch die Bank hinaus. Und Europa tut so, als würde man gegen die Schlepperei und eben gegen die Flüchtlingsströme etwas unternehmen. Das passiert im Regelfall eigentlich nicht. Die Schlepper, die sitzen eigentlich im Trockenen, die verdienen auch gut Geld, die nutzen die humanitäre Krise und diese Gelegenheit aus, um sich selbst zu bereichern und würden sich niemals auf die Reise machen, dort, wo sie selber in Gefahr kommen und gelangen. Und das macht das Ganze so schwierig, da in dem Ganzen ein Ende zu setzen. Was ein Vorschlag meinerseits wäre, ist, Deutschland hat beispielsweise 2020 eine
und eine Obergrenze, die jetzt wieder im Diskurs ist, ja, angesetzt und hat gesagt, wir nehmen maximal 180.000 Geflüchtete auf und hat Ressourcen dafür reserviert, das ist Bundesgesetz und da gab es auch entsprechende Finanzen, die zur Verfügung gestellt worden sind. Und was ist passiert? 2020 sind nur 100.000 Menschen gekommen. Das heißt, man hätte eigentlich 80.000 Menschen, man redet über Zahlen, aber es sind Menschen, an Potenzial und an Kapazität gehabt, um sie zu versorgen. Aber weil sie nicht gekommen sind, hat man entsprechend gesagt, ja, es ist gut, weil 4 Jahre hintereinander fallen die Zahlen und wir sind das Problem los. Bis auf dieses Jahr, jetzt gibt es einige Krisen in Tunesien, in der Subsahara, in Syrien weiterhin, im Iran, in Afghanistan. Und jetzt steht Europa wieder hilflos da. Es ist so wie ein sehr pubertärer, ein Zugang ohne Voraussicht, ohne aktives Handeln. Und da wäre zum Beispiel, da gibt es einige Vorschläge auch aus dem EU-Parlament, statt einer Obergrenze, die wir ansetzen, ein Kontingent anzusetzen. Das wird vielleicht einige jetzt vielleicht erschrecken oder verschrecken, aber ich denke, in Summe bringt das Österreich, Europa und eben den Ländern der EU etwas. Und auch zeigt es uns nicht so unfähig und so uninitiativ in dieser Hinsicht. Das heißt, was bedeutet das? Wir setzen in Deutschland, Hausnummer, ja, ist einfach über Deutschland zu reden in diesem Thema, 100.000 an, die tatsächlich dann, zum Beispiel aufgrund des nicht genutzten Potenzials, wir könnten die gesamten griechischen Inseln im Prinzip in Deutschland unterbringen, das Potenzial, die Kapazitäten, die Ressourcen, die Integrationsmaßnahmen, die Bildung etc., die waren schon organisiert und wir entlassen die europäischen Ausländer von dieser Tortur, die sie durchmachen, von diesen schrecklichen Bildern, die den ganzen Kontinent in Angst und Schrecken versetzen. Und dann stehen wir auch moralisch vielleicht gar nicht so schlecht da, weil wir nicht irgendwelche Obergrenzen setzen, sondern Kontingente und geplante Asyl- und Migrationspolitik zum Beispiel da in die Wege leiten. Aus Zeitgründen bitte ich Sie um eine kurze Antwort. Wären sogenannte Kontingente eine passable Lösung? Na, sicher nicht. Also die wären ja überhaupt, die würden ja diesen sogenannten humanitären Gedanken überhaupt hohn sprechen. Sozusagen die ersten 100.000 kommen dran und der Rest verreckt. Also wenn das Asylsystem irgendeine Selbstachtung vor sich haben würde, würde es an sowas überhaupt nicht denken. Weil theoretisch geht es ja davon aus, dass wir Leute, die vor Krieg, Verfolgung und allmöglichen Flüchten bis zum Klima eine Perspektive bieten wollen. Und da ist ja egal, ob der 100.000. oder der 99.999. ist. Es würde auch nichts ändern, denn es würde mit dieser Kontingentierung auch der Pull-Faktor da sein. Wenn ich weiß, nur schnell, wenn ich unter den 100.000 bin, bin ich da. Es funktioniert ja nicht, es braucht ja niemand an diesen Rechtsverfahren überhaupt teilnehmen in Österreich. Wenn ich zum Beispiel aus Schwarzafrika komme, gibt es keine Rückführung. Entweder kriege ich ein Asyl anerkannt im Verfahren, weil ich irgendeine gute Geschichte mit Hilfe der Asylindustrie erfunden, erzählt habe, die halt passt zur Judikatur unseres Verfassungsgerichtshofs. Oder ich kriege ein humanitäres Bleiberecht oder ich kriege einen zeitweiligen Abschiebestopp oder einen Abschiebeverzicht, der in einen ewigen übergeht, weil es keine Abschiebekultur oder keine Abschiebemöglichkeiten gibt. Das ist, wir haben unseren Rechtsstaat völlig ausgehebelt und ausgehöhlt. Wer kommt, bleibt da und der kann erzählen, was er will. Und wer sagt, das ist human und gleichzeitig in Afghanistan zuschaut, wie sogar der Devisenbestand der Nationalbank von den USA beschlagnahmt wurde, wie alle Wirtschaftsbeziehungen mit diesem Land stranguliert werden, wie man kein Geld überweisen kann und das, ach, da ist eine humanitäre Krise, nur da sind wir genau dort, wo wir in Syrien sind. Und das ist ein System, das für mich verachtenswert ist. Ja. Ein Thema, das uns natürlich noch lange, lange Zeit beschäftigen wird. An dieser Stelle darf ich mich bei Ihnen für Ihren Besuch und das Gespräch bedanken. Und natürlich auch bei Ihnen herzlichen Dank. Ich danke. Wir danken, ja. Und damit verabschieden wir uns jetzt in eine kurze Werbeunterbrechung, sind aber gleich wieder für Sie zurück. Ich hoffe, Sie bleiben dran.